Wiggity, weiter geht's in Sword Legacy Omen und in der letzten Episode Nummer 3, Ritter vs. Zombies vom Livestream, haben wir uns auf die Suche nach Lord Kaedan begeben, denn wir suchen einen Verbündeten. Hier geht es weiter, Akt 1, Kapitel 3, tödliche Belagerung. Lord Kaedan hat York verlassen, laut Felix hielt er sich wahrscheinlich in der Burg Warkworth auf. Das war nicht nur ein strategischer Punkt nicht weit von der Festung Bamburgh, man wusste auch, dass der Lord dort erstaunlich viel Zeit verbrachte. Als aber Ufa und seine Verbündeten sich der Burg näherten, brach ein wüster Schneesturm über sie herein und sie mussten zuerst einen sicheren Unterschlupf finden. Legen wir los. Wir haben jetzt den Priester Felix am Start, der uns heilen kann. So, machen wir mal zuallererst mal einen kurzen Check-up über unsere Leute und ihren Zustand. So, Gwen geht es nicht ganz so gut, dem Rest geht es ganz gut. Schade ist, dass ich nicht die Skills nutzen kann, die sie haben. Felix kann ja heilen. So könnten wir eigentlich rein theoretisch Gwen heilen, aber es geht so. Mir nichts, dir nichts, leider nicht. Ja, ist die Frage. Rasten können wir aber auch nicht von hier aus, sondern wir müssen das außerhalb machen, dann auf der Map. Vielleicht habe ich hier etwas. Omas geheime Arznei. Das ist immer gut. Was von Oma kommt, ist gut. Ein traditionelles Stärkungsmittel bei den einfachen Leuten. Es wird aus frischen Brombeeren, Rabenzunge und getrocknetem Kuhrotz gebraut. Okay, streicht meinen Eingangssatz. Heilkrankheit brauchen wir nicht. Nachtschattenextrakt, das ist nicht so gut. Also jedenfalls nicht, um uns zu heilen. So, Heilgift. Besoir-Infusion. Also ich glaube, es gibt nicht unbedingt Heiltränke. Dann gucken wir einfach, dass wir das Beste aus der Situation machen. Wir haben ein bisschen geschnetzelt. Ich weiß gar nicht, ob ich hier alles durchsucht hatte. Wir gehen mal ganz kurz hier noch ins Eckchen. Gut, hier ist nichts weiter. Wir gehen jetzt einfach weiter. Jo, und Sword Legacy Omen hat ein wunderbares Artwork. Und ich finde die Geschichte sehr interessant, weil das ist nicht einfach irgendwie ein Abklatsch dessen, was wir schon von König Arthur und den Rittern der Tafelrunde kennen, sondern das ist ein komplett eigenes eigener Plot. Bei den Göttern ein Überlebender. Obacht! Da. Ach du heilige Scheiße. Zombies plus Gegner. So, Bärenfalle. Es gibt viele Gerätschaften für die Jagd, aber keine ist so zeitlos wie die Bärenfalle. Versucht nicht dort hineinzutreten. Glücklicherweise beißt sie nur einmal zu. Na, super. Okay. Fergus. Der furchtlose Barbar. Ja, das ist ein Kollege, der hilft uns. Beziehungsweise wir versuchen jetzt ihn zu retten. Und kurzfristig haben wir 5 Leute. Ansonsten später können wir immer nur 4 auswählen. Aber das hatten wir vorher auch schon, dass wir im Plot dann entsprechend loslegen können. So, 2 Zombies, 3 Zombies. Ach du Scheiße. Okay, Ceritinas Krug. Diese Mixtur geht bei verschüttenden Flammen auf, verbrennt alle in der Nähe. Das wäre eine Option. Wir haben Merlin, hat seinen Feuerball. Kann sonst noch irgendjemand schubsen? Nee. Okay. Dann bringen wir erstmal Ufa in Stellung. Gucken wir mal, ob er so weit kann. Er könnte. Dann brauchen wir Willenskraft. Ja, das wird natürlich. Das wird nicht so einfach, wie ich es mir gedacht habe. Okay, aber wir nähern uns mal zumindest an. Ich nutze jetzt die Willenskraft. Ah, das reicht leider nicht. War also Verschwendung. Aber ich lerne noch. Also ich weiß, ich stelle mir so nicht auswendig, wie viel Willenskraft es gibt, auch wenn es das anzeigt. Sollte man einfach gucken. So, okay, aber Merlin. Merlin kann jetzt erstmal seinen Feuerball wirken. Schön mitten in die Truppe rein. Ist mächtig, hat aber 3 Runden Abklingzeit. So, wie viel können wir mitnehmen? Maximum ist 2 oder wir lassen das Ding gleich hier direkt mal brennen. Das Ding Luftjagen wäre nicht so gut. Ja, das lassen wir noch nicht brennen. Vielleicht nach 3 Runden. Ja, die stehen mir noch nicht wirklich zu gut. Das wäre Verschwendung. Machen wir jetzt noch nicht. So, dann machen wir was anderes. Das ist eine Bärenfalle.
Dann das Schützmann von hier. Denn wir haben gelernt, Merlin kann gut zuschlagen. Zack, und Ultima tot. So, für Gwen wird es ein bisschen schwierig. Ist mir noch zu gefährlich mit ihr. Zu wenig Energie. Ich positioniere sie hier in der Mitte. Sicher mal in die Richtung ab. So, Felix darf sie aber erstmal heilen. Ist unbedingt notwendig. So. 5 AP hat er noch. Positionieren hier und lasse ihn in die Richtung überwachen. So, dann haben wir noch ihn. Fergus. Rasendes Tier. Bewegen über bis zu 6 Felder. 2 KP Schaden und Rückschlag für alle auf dem Weg. Geil. Und Schleudertritt kann auch Dinge wegschucken. Rückschlag über 4 Felder. Das Kaiser kann das auch mit den Fässern machen. Burgess braucht Platz, um sich zu bewegen. Okay. Auch hier, ich lasse ihn erstmal überwachen. Ich schätze, dass der Zombie da rumkommt, falls er da rumkommt. Wenn nicht, Pech. Aber es hat sich gelohnt mit dem Fass. Du könntest dich ruhig mal in Reihe stellen. Ach, schade. Es wäre schön, wenn das gleich 3 in Reihe wären. Kopf ab. So, die könntest du ruhig ein bisschen clustern. Dafür haben wir nämlich Merlin. Oh, schön. 3 Stück. 4 Stück. Wundervoll. Fangen wir doch direkt mal an mit dem Feuerball. Nur die Frage, entweder lassen wir Fergus hier durchpesen und holen uns die hier mit dem Feuerball. Würde aber nur 2 treffen. Hier würde er auch nur 2 treffen. Schwächen wir die, Fergus pustet hier durch. Ja, das ist zu verlocken. Wobei hier erwischen wir eigentlich auch nur 2. Ne, wir erwischen mehr. Wir erwischen... Kurz checken, 3 Felder. Wir würden die 3 Stück erwischen. Das machen wir auch, wir schwächen sie vor. Wenn sie nicht sogar direkt umfallen. Mal 2 down. Sehr praktisch. So, Merlin kann doch. So, wie ist die Lage? So, den locke ich an. Beziehungsweise ich versuche ihn zu irritieren, das geht aber noch nicht. Bei AP. Langsamer stetig und überwachen das Ding erstmal. So, Gwen, das wird jetzt interessant. Diese Hochbewegen, das bringt uns noch nicht sehr viel. Kommt halt nicht um die Barrikade rum. Bring uns mal dahin. Ich hoffe, dass er dadurch angelockt wird und in die Bärenfalle tritt.
Genau, damit er nicht Richtung Felix geht, ziehe ich Felix mal auch mit runter. So, jetzt kommt sein Auftritt. Da pustet alles auf dem Weg um. Sehr geil. Berserk halt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das erste Mal, dass einer meiner Gruppe fällt. Ist aber nur fair, dass die Zombies auch recht gut Schaden machen im Nahkampf. Die vertragen ja auch nicht viel. Okay, aber das war definitiv böse. Hirn fallen lassen. Das ist auch gut. Okay. Da brennt es halt immer noch. Das ist natürlich nicht so fresh. Es ist halt schade, dass hier noch eine Runde Abklingzeit ist. Dort aber noch eine Runde. Bis er heilen kann. So ist die Frage. Ach schade, ich habe eigentlich gehofft, dass mir angezeigt wird, schon vorab, dass die AP, die es benötigt, um da durchzulaufen, bereits abgezogen werden, aber ist leider nicht so. Aber gut. Gut. Ah, okay. Das ist tatsächlich durch den Skill von Ufa ausgelöst. Diese Verwirrung. Und dann geben sie sich halt auch mal gerne gegenseitig. Warum nicht? So, das ist eine Position. Oh, passt. Einfach umgerannt. Seht! Das ist gut zu wissen, aber der Schneesturm ist zu stark. Reden wir drin weiter. Das ist nur eine kleine Böe. Wir können sie drinnen abwarten. Okay. Jo, Merlin ist tot umgefallen. Na gut. Das Schöne ist, dass das Ansehen, also die XP, ich checke jetzt erstmal hier kurz die Umgebung, die XP gilt immer für die gesamte Gruppe und man kann dann einfach auf die Mitglieder verteilen, wie man lustig ist. Und da mache ich mir erstmal keine Sorgen, dass Merlin umgefallen ist.
Diese grüne Salbe aus Eiweiß, Kakteen und Aloe Vera verspricht Linderung bei Brandwunden. Allerdings muss man ihren grauenhaften Gestank ertragen können. Der Zweck heiligt die Mittel. Wissen, brüchiges Pergament. So, wissen haben wir alles. Und können wir uns jetzt reinbewegen. Es nähert sich ein heftiger Schneesturm, der sein Wildhain allerdings nicht mit dem Barbar Fergus aufnehmen kann. Er könnte auf dem Marsch nach Norden und der Suche nach Lord Caedan eine große Hilfe sein. Unter Umständen tatsächlich. Wobei mir meine Gruppenzusammenstellung aktuell eigentlich ganz gut gefällt. Okay. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Lasst uns hier Unterschutz von der Stupf nehmen für die Dauer des Sturms. Ich bin Ufa, Großkomtur von Mercien. Sei gegrüßt, Knecht Uther. Ich bin Fergus, der noch Namenlose auf einer Pilgerreise der Stärke. Und ich bin Gwen, die noch nicht gegessen hat, auf der Suche nach einem warmen Lagerfeuer. Ihr eigenartigen Südländer redet wie und vergleicht eine schwache Böe mit einem Sturm. Südländer? Wollt ihr jetzt etwa sagen, dass ihr wirklich aus den fernen Landen stammt? Als die fernen Lande bezeichnen die Leute in Britannien eure Heimat, Fergus. Fern hinter dem Horizont, versteht ihr? Natürlich, sehr eigenartig, fürwahr. Fergus, wisst ihr, was mit diesen Leuten geschehen ist? In den Highlands hörten wir von einer Seuche, die Seen der Leute zwischen Leben und Tod gefangen hält. Es gab Gerüchte, man wolle das Land überfallen. Für mich ist das die perfekte Gelegenheit. Perfekt, um was zu tun, großer Mann. Um mir einen Namen zu verdienen und Häuptling der Häuptlinge zu werden. Aber davon versteht ihr Engelländer nichts. Engelländer? Und wie, mein wohlinformierter Freund, habt ihr von diesen Dingen erfahren? Unsere Ältesten bekamen Besuch von einem zwielichten Fremden. Er sagt, irgendein Herzog würde uns gut belohnen. Ich habe nur ein dunkles Banner mit einem seltsamen Zeichen erkannt. Einer von Goas Leuten, aber was wollte er so weit weg in den fernen Landen? Hört zu, Schotte, wir haben die gleichen Ziele. Auch wir sind auf einer Art Pilgerreise. Ja, wir suchen die Verantwortlichen für diese Seuche. Wir könnten eure Stärke gut gebrauchen. Dann sollt ihr sie haben, Ritter Ufer. Es wird eine ruhmreiche Reise. Ein hitzköpfiger Ritter, ein verrückter Vagabund und jetzt dieser Kerl. Fast so gut wie die Zirkusgeschichten meiner Mutter. Ja, Gwen ist gut. Spitzzündig und sehr praktisch auf jeden Fall in der Gruppe. Gebrochenes Britannien. So, da werden wir jetzt erstmal lagern, bevor wir uns da weiter nach Norden begeben. Und das sterbende Kind fragte, Mutter Terra, gibt es Brot im Himmel? Und dann starb es. Und, gibt es welches? Was denn, Junge? Brot im Himmel? Aber darum geht es doch gar nicht. Tut mir leid, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Ich wurde im Glauben an die alten Götter erzogen. Keine Sorge, Kind, auch ich begab mich erst in die Arme von Terra, als ich schon ziemlich alt war. Hm? Dann seid ihr also gar nicht im Orden groß geworden, aber ihr seid aus Anglien, oder? Ja, Kindchen, mein irdischer Vater stammt aus einer Familie vermögender Händler. Ich wuchs als Heide auf und verzehrte mich nach weltlichen Gelüsten. Ich verschwendete so viel vom Reichtum meines Vaters, dass er mich zwang, die Tochter des Geldmachers zu ehelichen. Aber diese lieblose Verbindung ließ mich verbittern. Als meine Frau starb, weinte ich ihr keine Träne nach. Meine Gier nach Gold trieb mich schließlich in die Mittellosigkeit und ein Leben auf der Straße, in Lumpen gehüllt und von Schuldnern verfolgt. Und als ich schließlich in die Hände derer fiel, denen ich Geld schuldete und sie mich umbringen wollten, kam mir Terra zu Hilfe. Was, wirklich? Die Göttin ist euch erschienen, etwa in körperlicher Gestalt? Die Mutter stieg vom Himmel herab und rettete mich aus der Gefahr. Gelobt sei ihr Name. Also sind euch irdische Besitztümer wie Gold mittlerweile vollkommen gleich? Kann ich dann euren Anteil an Beute haben? Ich bin ja schließlich immer noch eine Sünderin. Nein, Hände weg von meinen, von Terras Gütern. Wir dürfen uns nicht der Versuchung hingeben.
Mein gesamtes Gold spende ich den guten Taten der Mutter. Und wer würde wohl die himmlische Mutter bestehlen wollen? Daran würde ich nicht einmal im Traum denken, Priester. Gelobt sei Ihr Name, nicht wahr? Ja, sehr gut. Die können sich öfters unterhalten. Das wird lustig werden. So. Jetzt lagern wir aber mal. So, dieses Mal wurden wir nicht überfallen. Wir machen jetzt noch einen kurzen Check. Ja. Und hier sieht man, man kann die Quest nochmal neu spielen, wenn Wissen fehlt. Hier fehlen mir zwei Wissen. Ich will aber hier jetzt kurz mal hingehen. Und jetzt vorm Ende dieser Episode checken wir ganz kurz mal noch, was wir vielleicht jetzt als nächstes skillen. Ufa könnte diesen Bogenschlag gebrauchen. Aber wir haben ja noch ein paar mehr im Petto. Merlin ist erstmal versorgt. Ren nutzen wir es nicht unbedingt. Bei ihr hatte ich jetzt auch noch nichts, wobei bei den Passivs könnte es vielleicht interessant werden. Jeder Angriff hat die Chance auf Vergiften. Das ist natürlich 40, muss ich mir mal merken. Jeder Angriff hat eine kritische Chance plus 10. Also auch nicht schlecht. Verteidigung plus 1, Widerstand plus 1. Immunität gegen Fallen gehört zum Gelände. Ah, das ist natürlich auch, das ist mächtig. Halt ein Körperpunkt für jeden getöteten Feind. Seelenesser. Alter. Angriff plus 1, dunkle Künste. Verteidigung minus 1. Alle benachbarten Verbündeten erhalten Verteidigung. Verteidigung plus 1, Widerstand plus 1, Gegenverbrennung, Blutung und Gift. Auf lange Sicht wahrscheinlich sehr sinnvoll. Gegenangriff. 60% Chance auf einen Gegenangriff nach jeder Art von Nahkampfangriff. Solche Gegenangriffe sind halt immer fresh. Was mache ich jetzt tatsächlich? Geweihter Boden wäre jetzt natürlich auch gut. Alle ziehenden Bereiche erhalten einen Körperpunkt pro Runde. Über drei Runden hinweg. Wobei, wenn man sich mal die Anordnung anguckt, da müssen die schon gut stehen. Also ich glaube mehr als zwei, wahrscheinlich eher realistisch eins erwischt man eh nicht. Widerstand plus 2 für Verbündete in höchstens 2 Feldern Abstand von Felix. Mordrausch, Bonus plus 1. Dann werden die verbrauchten AP wieder aufgefüllt. Alte Schwede, das ist natürlich auch gut. Aber wir machen jetzt, wir nehmen Gwen. Gwen nutze ich häufig und gerne und giftige Künste. Ich glaube, das ist sinnvoll, wenn man da immer noch mal einen schönen, netten Dot am Start hat, der einfach passiv procken kann. Warum nicht? Shitter leider nicht da, wie hoch die Chance ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich nur gewürfelt wird. Wie auch immer, wir verabschieden uns jetzt von dieser wunderschönen Karte. Und in der nächsten Episode geht es weiter mit Sword Omen Legacy. Bis zum nächsten Mal.